Teufel helfen uns nicht, weil es die nicht gibt. Was halte ich also von dem Bericht, dass Jesus mich liebt, dass Gott mich liebt? Die Bourgeoisie lebt gut damit, kann ihre Kriege führen. Wenn Gläubige im gleichen Schritt das Himmelreich in sich spüren, Gottes Liebe spüren. Gott und Teufel kämpfen wir nicht, weil es die nicht gibt. Wer das ewige Leben uns verspricht, scheffelt irdischen Profit. Denkt dabei nur an Profit. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Das werden wir selber tun. Klassenfeinde sehen wir, es geht ums Eigentum. Unsere Pflicht ist jetzt und hier, unsere Revolution. Die kommunistische Revolution. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun, das werden wir selber tun. Ja, das war einer unserer Titel von unserer 20. CD. Gegen Gott und Teufel kämpfen wir nicht, weil es die nicht gibt. Veritas 20, auch im Internet kostenlos runterzuladen. Unser Thema war und ist schon immer auch die Religion gewesen.
Denn damit haben wir heute zu tun, mit den Leuten auch, ja. Denn wir leben ja in einer Klassengesellschaft, in der die Religion entsteht, und oft genug sind wir vor das Problem gestellt zu beantworten, woher kommt denn die Religion? Wie entsteht sie? Hat sie möglicherweise auch materielle Ursachen? Ja, selbstverständlich. Es ist ja so, dass, wie du schon angedeutet hast, Religion, Kirchen, auch muslimische Verbände, also religiöse Institutionen überhaupt. Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne sind ja Dauerbrenner, ne? die Öffentlichkeit mitunter sehr aufregen. Es gibt dauernd, ich möchte sagen, von den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche, nicht? So den sogenannten. Ja, über die unmögliche Verfahrensweise der Kölner Kliniken, nicht? Ja, die da eine hilfebedürftige junge Frau, die gewaltiges Pech hatte, vergewaltigt wurde, abgewiesen haben. Ja. Bis jetzt zu den Fragen in Limburg, nicht? Ja. Die auch alle Leute kennen, ja, die sich etwas, nicht, um öffentliche Angelegenheiten kümmern. Für uns ist es natürlich völlig uninteressant, ob dieser Bischof eine goldene oder eine blecherne Badewanne hat. Wir wissen, was von diesem Verein zu halten ist. Nicht? Oder ob der Papst den alten Renault hat, jetzt der neue Papst und der andere rote Schuhchen. Nicht? Das sind alles Oberflächlichkeiten. Es ist sogar so, wenn der Papst es versteht, oder überhaupt wenn diese Kleriker, diese religiösen Leute es verstehen, den Eindruck zu erwecken, sie wären besonders arm, dann haben sie vielleicht sogar noch mehr Verführung, die sie verbreiten können, als wenn ihr protziger Reichtum so drastisch zur Schau gestellt wird. Du sagst es, das sind PR-Gags. Ja. Ne? Um anzukommen. Öffentlichkeitsarbeit, ja. PR. Ja, aber jetzt vielleicht zu einer Fragestellung, die du einleitend eben ins Blickfeld gerückt hast. Das sind doch alles bloß Nebensächlichkeiten. Ne? Die weltanschaulich belangvollen Fragen, die Grundfragen eigentlich, um in den Köpfen klar zu sein, die werden ja durch die überbordende Diskussion um dieses Skandal und Skandälchen weggedrückt, ganz einfach. Ja. Heute wird im Deutschlandfunk wieder so eine Sendung stattfinden, 19.15 Uhr, da wird diskutiert über das Kirchenvermögen. Ich denke, da wird es um Limburg gehen wieder. Nicht? Ja, ja. Und du kannst das überprüfen. Ich höre sehr viel Radio. Nicht? Da kommt früh der Morgengottesdienst. Nicht? Ja, ja, man ist ja nicht frei davon. Ja, ne? Wenn du gerade, du musst es hören, wenn du im Bad bist und dich rasierst und nicht schnell zu der Taste kommst. Nicht schnell genug bist. Ja, weil ja immer wieder dasselbe kommt. Nicht? Dann holt Gott dich ein. Ja, sozusagen, ja. Aber da musst du dich dann von denen auch noch einseifen lassen. Ja, ja. Ja, ne, es geht also um die weltanschaulichen Grundfragen. Und du hast schon eine ganz wesentliche Frage hier mit ins Blickfeld gezogen, nämlich die Frage, wie denn Religionen in die Welt gekommen sind, wie sie sich einstens, denn die gibt es ja noch, wenn man es jetzt menschheitsgeschichtlich betrachtet, seit relativ kurzer Zeit. Ja? Jetzt war ein Artikel in der Zeitung erst jüngst, dass in Nordspanien Skelette gefunden wurden, die datiert man auf 400.000 Jahre zurück. Und wir wissen nicht, was diese Menschen gedacht haben in den Köpfen. Der Archäologe, ja, der Paläontologe, der kann uns die leeren Köpfe zeigen, die Schädel. Und wir schauen in die Augenhöhlen dieser Schädel. Aber wir wissen nicht, was vorgegangen ist. Aber mein Lieber, jetzt kann ich dir mal widersprechen. Ja? Das freut mich direkt. denn natürlich, du wirst gleich merken, wie es gemeint ist. Ja, ja. Denn natürlich können wir uns leicht vorstellen, widerspreche ich dir mal, was in den Köpfen vorging.
Denn wir erklären ja das Verhalten der Menschen aus den Verhältnissen. Und wenn wir hier sehen, er hat also eine Lanze da und hat also einfache Werkzeuge, dann können wir uns die Produktion des materiellen Lebens daraus erklären. Ja. So wie eben die Handmühle einer bestimmten Stufe der Entwicklung entspricht oder der Webstuhl einer bestimmten Stufe entspricht, der mechanische Webstuhl, der elektrische Webstuhl und so weiter. Ja, ja. Der Atomreaktor einer bestimmten Entwicklungsstufe der Produktivkräfte entspricht, so können wir auch die Produktionsverhältnisse erklären. So war es gemeint. Ja, ich verstehe das natürlich, Hans-Jürgen. Und der Leitfaden, den du hier zugrunde legst, das ist ja der einzig richtige für die wissenschaftliche Erklärung der gesellschaftlichen Entwicklung überhaupt und eines Moments derselben, nämlich im geistigen Bereich, wie haben sich religiöse Vorstellungen einstens herausgebildet. Nur ist es so, jetzt auf diesen Fall bezogen, das sind also Skelette, die datiert man auf 400.000 Jahre zurück. Ja? Das war die Zeit, wo eine sehr frühe Stufe der Menschheitsentwicklung zu verzeichnen ist. Mhm. Ja? Man spricht ja vom Homo sapiens, also von unserer Menschenart jetzt. Man hat Funde, die datiert man auf 200.000 Jahre zurück. Ja? Hier hat man festgestellt, dass das Erbgut, man konnte also Gene wissenschaftlich erforschen, in Leipzig hat man das gemacht, und da wird festgestellt, dass diese Menschen eine sehr große Übereinstimmung mit genmäßig jetzt mit den sogenannten Denisova-Menschen. Das sind die, das ist eine Menschenart, die ist auch noch nicht lange entdeckt. Im Altai-Gebirge hat man da Knochen gefunden. Und jetzt rätseln die Wissenschaftler über Verbindung zwischen diesen Menschen. Jetzt aber zum Geistigen, zu unserem Thema zurück. Ja, 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 ja. Wir können nicht sagen, was diese Menschen sich einst gedacht haben, im Einzelnen. Im Einzelnen. Im Wesentlichen. Wir wissen nicht im Einzelnen. Das war der Widerspruch, den ich jetzt hier aufgenommen habe. Natürlich. Wir wissen also nicht, was sie sich im Einzelnen gedacht haben. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass sie noch keine Vorstellung von einem Jahwe, wie er in der jüdischen Religion dann auftauchte, jetzt erst vor einigen tausend Jahren, nicht? 3.000, 4.000 Jahre zurück. Vielleicht haben sich erste Ansätze dieser Gottesvorstellung schon etwas eher gebildet, ein paar hundert Jahre oder so. Aber das ist doch ein geschichtlich ganz kurzer Zeitraum. Und was wir also sagen können mit Sicherheit vor 400.000 Jahren, ja, auch vor 200.000 Jahren haben die Menschen ganz gewiss noch keine Vorstellung, noch kein Bewusstsein entwickelt, was das Adjektiv religiös vorangestellt bekommen kann. Sie haben Vorstellungen, die ihren Möglichkeiten entsprachen. Sie haben also gesehen, eine Hypothese ist ja, dass damals die Sterne Götter waren, also weil das also in ihrem Anschauungsbereich, war. Sie sahen die Sonne, sie sahen Mond und Sterne. Und deshalb finden wir bei den ganz alten Kulturen oft solche Anbetung der Götter in dieser Form, dass die Sonne ein Gott war. Naturreligiöse Vorstellungen. Und in dem Sinne kann man durchaus von einer, mit gewissen Vorbehalten, von einer, jetzt mal wörtlich genommen, Weltanschauung. Sie schauten ja auch die Welt an. Mhm. Ja? Dieser frühen Menschen sprechen, mit Sicherheit. Aber wir wissen jetzt nicht im Einzelnen, das werden wir auch nicht erfahren. Man erfährt es erst durch schriftliche Überlieferung. Man kann natürlich auch, sagen wir mal, am Ende des Paläolithikums, so vor 30.000, 40.000 Jahren, das war die Zeit, wo die Neandertaler, eine andere Menschenart, begannen auszusterben. Ne? Aber da hat man dann auch Funde gemacht. Darauf muss sich das wissenschaftliche Denken konzentrieren. Da hat man Funde gemacht, Bestattungsriten zum Beispiel, kann man Schlussfolgerungen ziehen. Wenn also die Gesichter in eine Richtung zeigen und so weiter, dann gibt es doch
Altertumsforscher, die können da Schlussfolgerung ziehen. So können wir eben, wenn also einem Grab etwas beigegeben wird, ja, können wir dann Schlussfolgerung ziehen, ja, sie haben also möglicherweise daran gedacht, dass ihr Bewusstsein in einer Form weiter entsteht, ja, einem Schlaf gleichend, ja, ein Aufwachen in einer anderen Form, und ja, wann dann also dieser Gestorbene aufwacht, ja, ja, dass er dann auch seine Waffen bei sich hat. Also ich nehme an, die Geisteswissenschaftler, die eben gerade die Erkenntnis, die du jetzt hier kurz umrissen hast. Ein Beispiel, was man sich leicht denken kann. Ja, die Geisteswissenschaftler, die annehmen, dass solche Vorstellungen von einem Weiterleben im Jenseits, wie es für die Pharaonen zum Beispiel, ganz deutlich, da kann man es nachweisen, aber auch gab es auch früher Ansätze, dass das Grundlagen sind für die Jenseitsfantastereien, die in den Religionen, den heutigen Religionen, aufbewahrt werden. Da werden sie aufbewahrt. Ja. Wie der natürliche Zustand, wenn man schläft, träumt man ja manchmal etwas, und dass damit dann also so etwas verbunden ist, ist auch wieder sehr naheliegend. Hans-Jürgen, jetzt bist du eigentlich bei einer Geschichte, bei einem Punkt, der ganz wichtig ist. Eingangs hattest du darauf verwiesen, dass letztlich die ökonomische Entwicklung als Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung Wurzeln für jede Art des Bewusstseins, auch für das Religiöse, birgt. Auch. Und dieser Problematik sollten wir uns in der Diskussion noch ein bisschen näher zuwenden. Aber ich muss jetzt mal, das hast du ja selber jetzt eben unterbrochen, indem du auf Traumwelten, auf Jenseitsvorstellungen gewiesen hast. Jetzt kommt nämlich etwas ins Spiel, was ganz wichtig ist und was bisher nicht hinlänglich reflektiert wird bei der wissenschaftlichen Betrachtung der Religionen. Und das ist die Tatsache, dass Religion, religiöse Vorstellung, der Glaube ja immer im Kopf des Einzelnen entsteht. Dass also psychische Probleme, psychische Vorgänge nicht außer Acht gelassen werden dürfen, wenn man den hauptsächlichen Leitfaden, also sozusagen die Ökoanalyse, möchte ich es mal nennen. Ja. Die Ökoanalyse ist ein ganz interessanter Begriff. Bei der Sondierung zu der Frage, wie ist denn Religion entstanden, wie hat sie sich entwickelt? Jetzt müssen wir bloß, um Missverständnisse zu vermeiden, ökonomische Analyse, denn das Wort Öko könnte hier zu einem inhaltlichen Missverständnis führen. Nun ja, es ist eine Abkürzung für ökonomische Analyse. Das wollen wir hier betonen. Weil das Wort Öko ja heute eine an Öko-Essen, heißt ja nicht ökonomisches Essen. Richtig, im Sinne von Bio, ne? Also es geht um die ökonomische Analyse. Ja. Nur wegen der Deutlichkeit. Ja, richtig. Und ganz ausgesprochen geht es also darum, nachzuforschen, wie Religionen sich im Gleichklang mit der ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft herausgebildet haben. Eine Grundform haben wir jetzt schon, ohne dass wir es speziell gesagt haben, genannt, nämlich dass also ein Monotheismus vorhanden war, Köhlerglaube, der Berg wurde angebetet und das. Hin, jetzt ist auch eine sehr verknappte und sehr kurze Form zum Monotheismus, wo für die einzelnen Sachen, die da waren, dann letztendlich nur noch einer verantwortlich war, den man auch gleich noch als Helfer anrufen könnte. Naja, entwicklungsgeschichtlich war es also so, dass in Urzeiten, zu Zeiten der Urhorde, wo die Menschen in kleinen Gruppen, die Archäologen und Paläontologen sagen, bei der Urhorde, das waren Clans, Familienverbände, die konnten
nicht größer sein als 60, 80, 100 Köpfe. Es hing ja auch von den geografischen Bedingungen ab. Ja? Je größer so eine Gemeinschaft war, umso größer wurden mitunter auch die Schwierigkeiten, ernährungsmäßig und so weiter. Also es gab damals die Urhorde über Jahrhunderttausende. Ja? Über Jahrhunderttausende sprechen wir jetzt. Weil die Produktivkräfte sich eben nicht sich kolossal entwickelten, okay, sondern eben ganz allmählich. Ja. Der Speer, den die hier dem einen unserer Vorfahren in die Hand gegeben haben, das ist ja schon wieder eine qualitativ hohe Stufe. Ja. Dann kam das Feuer dazu, Pfeil und Bogen wieder als neue Qualitäten. In dieser, ich sag mal, Vorzeit. Vorzeit, die Urhorden agierten und ein äußerst niedriger Stand der Werkzeuge, der Jagdwaffen, ich sag mal, der Produktionsinstrumente, das waren sie ja damals, ne, zu verzeichnen ist. Zu dieser Zeit, so habe ich aus der Literatur entnommen, Friedrich Engel hat dazu sehr gute Ausführungen gemacht, zu dieser Zeit gab es noch kein religiöses Bewusstsein der Menschen im modernen Sinne. Ja, wie es dann, weil wir ja jetzt in einer Klassengesellschaft sind, wenn wir diesen großen Zeitraum nehmen, dann sind ja die letzten, sagen wir mal, korrigiere ich mich, wenn ich das nicht so sage, also 10.000 bis 8.000 Jahre, könnten wir sagen, die Zeit der beginnenden Klassengesellschaft. Ja. Und die Vorformen haben sich ja dann ausgeprägt, sodass in den Klassengesellschaften die religiösen Vorstellungen sich auch modifizierten und andere materielle Bedingungen eben das herbeiführen, zum Beispiel den Monotheismus. Ja, du sprichst jetzt von einer Zeit, wo die sich herausbildenden Religionen, das waren meistens polytheistische, also mehr Götter. Nehmen wir als Beispiel unseren Homer, ne? Die griechischen Götter, wie sie heute ja kennen. Die griechische Götterwelt. Die eben noch vielseitig war, wo jeder, der war für das verantwortlich, der für das und so hin und her. So, jetzt haben wir fortwährend Zeitsprünge unternommen. Das ist aber auch notwendig bei der Erörterung der Frage. Wir bleiben mal bei der Frage, wie haben sich Religionen denn herausgebildet? Welche Ansätze gab es zu der Zeit, als noch keine Religion gab? Und vor allen Dingen haben wir noch einen wichtigen Punkt noch nicht genannt. Wir wollen ja auch nicht vergessen, dass die Religionen damals auch zur Entwicklung der Produktivkräfte beitrugen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Eben. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Diese Anschauung, diese Weltanschauung, keinesfalls nur von der negativen Seite, der falschen Weltanschauung, der negativen Ideologie gesehen werden darf, sondern wir müssen auch sehen, dass die Religion in bestimmten Epochen auch für die Entwicklung der Produktivkräfte förderlich waren. Ja, es wäre eine ganz flache Religions- und Kirchenkritik, das alles als Unsinn abzutun, einfache vom heutigen Standpunkt. Ja, natürlich, viele Menschen, mit denen man sich unterhält über Religion und Kirchen und so weiter, die sagen ja, Religionen, das sind doch immer bloß Anleitungen zu Betrug und Selbstbetrug gewesen, nicht? Ja. Die weltliche Macht war im Verein mit der geistlichen Macht, nicht? Sie kamen überein, ob es gesagt wurde oder nicht, aber sie handelten so. Der eine sagte zum anderen, halt du sie dumm, ich mach sie arm. Über Jahrhunderte und so weiter. Also das ist die Ebene, die Diskussion. Natürlich sind in den Religionen Anleitungen zu Betrug und Selbstbetrug enthalten. Wir sehen ja die Entwicklung der Religionen auch. Ja. Ne? Heute ist es so. Aber es die Religion, zum Beispiel als auch das Christentum entstand, so war es nicht nur so, dass die Klöster, die hier in Sachsen zum Beispiel entstanden, die Produktivkräfte hemmten. Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Die Klosterwirtschaft hat eigentlich diesen Urwald erst belebt. Ja, wo war denn die Bildung zu dieser Zeit? Eben, im Kloster Nossen, wenn wir da mal hingehen, das war also, die haben den Urwald hier menschlich bewohnbar gemacht. Ja,
wenn auch die Sachsen gerade sehr leidvoll christianisiert wurden. Ja, ja, ja. Natürlich. Es gab ja Massaker unter den heidnischen Sachsen, um sie zu bekehren. Es wurde ihnen letztlich dann das geistliche Rückgrat gebrochen. Sie kamen von ihren heidnischen Vorstellungen, polytheistischen Vorstellungen, ja, ja, dann zum Christentum. Sie kamen, ne, sie wurden getrieben. Ja? Sie wurden getrieben, beides war der Fall, weil ja, wenn wir unser Beispiel hier nehmen, die Stadt Meißen wurde ja vor allen Dingen gegründet, weil in Lommatzsch die Glomaker ihre Religionsburg einen Gegenpol haben sollte. Der Meißener Burgberg, die Festung war darauf gerichtet, wir müssen also jetzt dahin, da sind die mit ihren Göttern und jetzt müssen wir hier unsere Festung aufbauen mit unseren Göttern und christianisieren. Ja, im Gefolge von Bonifatius. Ne? Ja, ja. So, der den Baum fällte und das als den heiligen Baum und da kein Blitz niederfuhr, war das für die umstehenden Heiden dann der gesuchte, von Bonifatius gesuchte Beweis, dass es diese Götter nicht gäbe. Naja, ich will ja nur eben diesen Zwiespalt auch nennen, dass einerseits diese religiöse Vorstellung negativ ist, aber andererseits in bestimmten Verhältnissen auch die Produktivkräfte positiv entwickelt hat. Und wenn wir die Sache dann nachvollziehen, müssen wir sagen, es ging gar nicht anders. Ja, man kann etwas verkürzt und erklärungsbedürftig tatsächlich feststellen, ohne die Herausbildung dieser Seite des Bewusstseins, die wir religiös nennen, vor vielleicht 10.000, 15.000 Jahren in Ansätzen, aus quasi religiösen Vorstellungen, aus naturreligiösen Vorstellungen, die ihre Wurzel wieder zehntausende Jahre zurückhaben, worüber wir dann schlechterdings nichts wissen können, aus diesen Vorstufen von Religionen bildeten sich dann Religionen heraus, und zwar, jetzt sind wir wieder beim Kernpunkt, zu einer Zeit, wo erstmals in der Welt, in der Menschheitsgeschichte, Produktivkräfte entwickelt waren, die es nicht nur ermöglichten, sondern erforderten, dass größere gesellschaftliche Verbände, Stämme, aus den urgesellschaftlichen Urhorden von vielleicht 50 bis 100 Köpfen, sich größere Verbände bildeten. Das war ein Erfordernis der Produktivkraftentwicklung, denn, ich sag mal, das war eben die Zeit, sagen wir mal 10.000, 15.000 Jahre zurück, ist ja auch in den Weltregionen unterschiedlich. Nicht? Im Zweistromland, Euphrat, Tigris, war man schon viel weiter als an anderen Orten, nicht? Zu dieser Zeit, Mesopotamien. Aber dort bildeten sich dann Arbeitsweisen heraus, auf der Grundlage der entwickelteren, aus Steinmessern und so weiter, ersten Metallgegenständen und so weiter, Arbeitsweisen heraus, die einem bestimmten, und Produktionsverhältnis, die einem bestimmten Stand der materiellen Produktivkräfte entsprachen. Ja, und das war nur möglich durch die Bildung größerer Gemeinschaften. So, jetzt kommen wir dazu. In dieser Zeit gab es ja eine ganze Reihe von Voraussetzungen. Die wichtigsten haben wir genannt. Ein Entwicklungsstand der Produktivität, ja, der Produktivkräfte und der Verhältnisse, die denen dann entsprachen. Aber es gab noch andere gemeinsame Siedlungsgebiete, Kommunikationsmöglichkeiten, gleiche Sprache oder jedenfalls Verständigungsmöglichkeiten und so weiter. Und dann gab es einen ganz wichtigen Faktor. Das ist unser Diskussionsgegenstand. Das religiöse Bewusstsein. Es bedurfte eines geistigen Bandes, das die Individuen, die in den größeren gesellschaftlichen Verbänden dann zusammenwirkten und lebten, in Stämmen, Siedlungsgemeinschaften, Völkerschaften, dass diese Individuen und auch die Gliederungen, die innerhalb der größeren Verbände sich abzeichneten, zusammenhielten, geistig.
Ja, weil sie materiell einen Zusammenhalt brauchten. Und da konnte noch nicht hinter jeder Ecke einer stehen mit einem Bundesgesetzbuch und mit einem Strafgesetzbuch und mit einem Grundgesetz. Mhm. Es musste etwas da sein, was in dieser Situation der gesellschaftlichen Produktion ein Band sein konnte. Ja. Und es konnte nur diese Form der Ideologie sein, die Religion. Das konnte noch keine wissenschaftliche Weltanschauung sein. Eben. Sondern halten wir mal fest, dieser Entwicklungsstand in den ökonomischen Verhältnissen zu einer Zeit, als die Landwirtschaft, als Fischzucht noch nicht, aber den Klöster im dann, weiteren, ne, später, aber Fischfang, ne, mit größeren Booten, dass man jetzt überhaupt erstmal Boote baute und so weiter, das ermöglichte, dass größere gesellschaftliche Verbände, es war ja auch notwendig, durch die Arbeitsteilung, Spezialisierung, den Austausch, der begann. Weshalb Jesus ja auch zu Petrus sagte, du sollst nunmehr Menschenfischer werden. Ja, nun ja. Fischer. Ja. Menschenfischer sollte werden, um damit also dieser größere Fischfang materiell und ideologisch möglich ist. Ja, nun, das zielt vor allem im heutigen Sprachgebrauch, man nennt ja den Pontifex, ja, den Papst, auch Menschenfischer. Oder? Ja, in Nachfolge von Petrus. Ja, das bezieht sich darauf, die Leute auch zum Christentum zu bekehren. Das Wort Pontifex, das ist ja sogar... Brückenbauer. Naja, eben, das ist ja sogar, das kommt ja sogar noch von der Sklavenhaltergesellschaft, denn die Cäsarien, Julius Cäsar war zum Beispiel auch Pontifex Maximus, der große Brückenbauer von dieser Welt zur geistigen Welt. Und das haben die vom Christentum dann übernommen. Der Papst ist in der Weise ideologisch ein direkter Nachkomme, die Traditionslinie ist hier deutlich zu sehen, von Julius Cäsar, von dem Römer. Der heutige Römer, ja, vor allem Pontifex Maximus ist er ja heute auch. Ja, vor allem nach der konstantinischen Wende, als Pontifikat heißt das ja sogar auch. Ja, ja. Als 316 das Christentum herrschende Religion in Rom wurde. Durch die Kaiser. Eben, und die verkörperten ja mit dem sogenannten Gottesgnadentum, wo sie eine Gottgleichheit sozusagen konstatierten, des weltlichen Herrschers. Da verband sich ja die geistliche und die weltliche Macht dergestalt, dass man sie oftmals gar nicht auseinanderhalten konnte. Weil sie eine Einheit waren. Und sie waren... Hm? Ökonomisch eine Einheit, mit dem Kirchenstaat ja dann sowieso, aber sie waren natürlich ideologisch eine Einheit. Ja. Die ganze Verbindung dieser Klöster, die da ihre Schriften austauschten, von da nach da transportierten, führten dazu, dass nicht bloß religiöse Gedanken, sondern auch sehr materielle, der Produktion verbundene Gedanken weitergebracht wurden und transportiert wurden. Von da nach da und ein Austausch stattfand. Ja, auf diese Zwiespältigkeit der oder Janusköpfigkeit der Religion könnten wir ja dann nochmal zu sprechen kommen. Aber mir ist besonders wichtig, weil ja in der heutigen Erörterung, kirchenkritische Erörterung... Wir dürfen sie gar nicht so platt führen. Genau, man muss sie erklären. Ich will ja ein Erlebnis heute von der Straße, nur als Beispiel sagen, weil es hierher passt. Zu mir kam ein Student und wir kamen auch auf dieses religiöse Thema und er meinte, ja, Marx hat ja gesagt, die Religion ist Opium fürs Volk. Wo er also meinte, die herrschende Klasse nutzt es also zur Ausbeutung. Und ich sagte ihm dann, das Zitat hast du nicht richtig verstanden. Eben, Karl Marx hat gesagt, die Religion ist das Opium des Volks und nennt durchaus die andere Seite damit beiderseitig. Ja. Und das ging ihm dann erst auf. Dahin muss erst eine Gesellschaft kommen, um die Religion wirklich
nur als Opium einsetzen zu können. Da muss sie einen Grad von Verkommenheit erreicht haben. Den sieht er also offensichtlich heute. Aber uns liegt daran auch zu zeigen, es gibt eine Entwicklung dahin, dass die Religion in bestimmten Entwicklungsstufen eben auch ihre produktive Seite hatte. Ja, einer unserer großen Vordenker hat ja darauf verwiesen, dass man mit solchen Erscheinungen wie der Religion nicht fertig wird, indem man sie als blanken Unsinn abtut, sondern nur indem man sie erklärt. Immer ihr Gewordensein, ihr Wachstum. Genau. Wie eine Pflanze auch ihr Wachstumsstadium hat, ihre Blüte, ihre Frucht und möglicherweise dann ihren Verfaulungsprozess. Ja. So ist das mit der Religion auch. Ja. Dieser historische Gesichtspunkt ist entscheidend. Ein ganz großer unserer Vordenker hat ja gefordert, jede Erscheinung unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, wie sie sich einst herausgebildet hat. Eben. Wie sie sich weiterentwickelte und was aus ihr heute geworden ist. Das ist der einzige Leitfaden, richtige Leitfaden, der Analyse, der Betrachtung. Und eigentlich geht es darum, das ist der Weg aus unverschuldeter Unmündigkeit im Hinblick auf Religion. Ja? Und wir haben ja jetzt einen Ansatz, haben wir ja sichtbar gemacht. Dort, wo die materiellen Lebensverhältnisse der Menschen einen bestimmten Entwicklungsstand erreicht hatten und wo die weitere Entwicklung an Grenzen stieß, nämlich an die Grenze, dass die gesellschaftlichen Verbünde zu klein waren. Die boten ja damals, wir sprechen jetzt wieder vom Zeitraum vor 10.000, 15.000 Jahren. Das ist ja ein Beispiel dafür. Das ist ja die Wurzel. Mhm. Die Wurzel. In dieser Zeit mussten also größere gesellschaftliche Verbände und konnten auch zugleich, weil die Voraussetzungen dafür da waren. Ne? Ackerbau wurde, Viehzucht kam langsam und so weiter. Es leuchtet ja ein, wenn diese Gruppe also den Berg anbetete und diese Gruppe das Tal und jene den Fluss und den Bach, dann führte das nicht zusammen. Also, sie brauchten ein verbindendes ideologisches Element, weil in der materiellen Produktion sich das anbahnte, bedurfte es so des geistigen Bandes. Ja, so ist es. Und dieses geistige Band wurde über Jahrhunderte formiert aus quasi religiösen, vorreligiösen, naturreligiösen Vorstellungen. Und wird es noch? Ja. Denn dieser Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Die Religionen entwickeln sich freilich weiter in Abhängigkeit von den heutigen Verhältnissen, Produktionsverhältnissen. Mhm. Ja, aber nochmal zu dieser Wurzel. Die integrierende Wirkung, von der du eben sprachst, einer gemeinsamen Religion, die nach innen gerichtete integrierende Wirkung ist ja verbunden mit einer abgrenzenden, nach außen. Ja. Ja. Welcher Kaiser war es noch, der das Zeichen, das Jesus-Zeichen, dieses Kreuz mit dem P eingeführt hat? Ich weiß es jetzt nicht. Einer führte das ein und das hatten die römischen Söldner dann auf ihren Schießscharten. Unter diesem Zeichen werdet ihr siegen. Ja, ich weiß den Kaiser jetzt nicht. Ja, es muss aber nach 316 gewesen sein, denn vorher wurden die Christen ja furchtbar verfolgt. Ja, natürlich. War es Konstantin? Es muss entweder war es Konstantin oder nach ihm einer der Cäsaren. Ja, Das war ja schon die Phase des Zerfalls des Römischen Reiches. Eben. Ja. Aber nochmal nur ein Beispiel, dass also dieses Zeichen dann für die Legionäre etwas Verbindendes war. Ja, die hatten das in ihren Standarten und so weiter, nicht? Wie dann später auch die Kreuzritter ja selber. Ja, das Kreuz auf der Brust. Ja, es wurde viel Unheil unter diesem Zeichen. Wir wollen ja nur deutlich machen, es gibt einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess. Ja. Der Leitfaden war unseren Vorfahren, den alten schon gar nicht, aber auch den neueren nicht bekannt. Was wir unter Leitfaden
verstehen. Der ökonomischen Analyse sozusagen der Wurzeln. Ne? Den Zusammenhang von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Ne? Mhm. Und demzufolge konnte ihr Verständnis von ihrer eigenen Entwicklung auch noch gar nicht so weit sein. Mhm. An der Stelle müssen wir aber nochmal Folgendes sichtbar machen. Diese vorreligiösen Vorstellungen, ja, die Betrachtung von Naturerscheinung ja, als sozusagen Gottheiten in diesem Sinne, mhm. Ne, und Vorstufen zu diesem Denken, die kann man nicht ökonomisch erklären. Friedrich Engels sagt an einer Stelle, da habe ich angefangen darüber nachzudenken, da spricht er, bezogen auf diese Zeit, vom waldursprünglichen Blödsinn, wörtlich, mhm. den man ökonomisch schlechterdings nicht erklären ja. kann. Aber später, das ist, was diese Menschen hier dachten, ja? Jetzt sagen wir weltanschaulich, ne? Die Sonne betrachten, die Gestirne, die Erde, das Wasser, Berge, Täler, das war vor 400.000 Jahren, 200.000 Jahren vielleicht noch, ne? Vielleicht auch noch etwas später. Wenn man Engels fragen könnte, worauf er sich denn bezieht, würde er auf diese Zeit verweisen. Ja, auf ja. jene Zeit, wo dann Religionen sich herausbildeten, trifft das nicht mehr zu. Dann ist der Leitfaden verbindlich. Ich will als Analogie, korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, als Analogie will ich die Entstehung der Sprache nehmen. Dass wir also in der deutschen Sprache nun 1, 2, 3 sagen, kann man ja schlechterdings nicht erklären mit dem Stand von Produktivkräften in irgendwelchen Vorzeiten, sondern da haben sich Sachen abgespielt, die zufälligen Charakter hatten, die nur die eine Notwendigkeit enthielten, es muss eine Menge wiedergegeben werden. Und so war das... Und gleichlautend. Das muss mit der Religion, war es wesentlich auch so. Es bedurfte einer Form und dann war es eben diese, der Mond. Ja. Oder, bei weiß nicht was, der Morgenstern oder sonst was. Ja, und dann später Zeus, Wotan. Ja, oder irgendwie Odin. Ein großer Fluss. Ja, also hier spielt der Zufall eine große Rolle. Die Notwendigkeit darf aber nicht verdeckt werden durch die Betrachtung des Zufalls. Das wollen wir ja gerade nicht. Ich wollte nur gleich sagen, es bedurfte ja. einer Sprache ja. und in der deutschen hat sich eben herausgebildet für die Bezeichnung dieser Menge, ja. diese Lautung. Ja, und das ist eben durch alle Menschen dieses Verbundes gleichlautend benutzt ja. wird. Und das ist eine gewisse Analogie zur Entwicklung, Herausbildung der Religion, dass eben die Völker, seien es die Maya oder die alten Ägypter, alle die Vorstellung von gewissen Göttern hatten. Wobei sich das auch immer wieder weiterentwickelte. Nicht? Es gab ja, war es nicht Echnaton, der erste, der ägyptische, der Echnaton war es doch wohl, der den Übergang kurzzeitig, man hat ihn ja dann beseitigt, ja, die Priesterschaft. Der war ja das, der Ketzer, der, ja, deshalb der Ketzer. Das war doch, das ist, soweit ich sehe, der Ansatz des Monotheistischen. Der Monotheistische, mit dem Sonnengott. Eben, und hier war also die gesellschaftliche Entwicklung an einem Scheidepunkt, hier kippte es nach da, bewegte sich nach da, und hier war also der Reifegrad noch nicht ganz erreicht, dass sich der Monotheismus durchsetzen konnte. Eben. Ja. Übrigens, diesen Übergang vom Polytheismus zum Monotheismus, den bezeichnete Friedrich Engels, hat er mal ein wunderbares Bild gebracht. Da sagt man, ich stelle mir das so vor und so stelle ich mir das jetzt auch vor. Nicht, weil ich da glaube, sondern weil ich diesen Ansatz für wirklich gewinnträchtig jetzt geistig halte. Der sagte, das ist ja wie ein Destillationsprozess. Ja, das ist ein schönes Gleichnis. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, ne? Das ist typisch für ihn. Das ist ein Destillationsprozess. Ja, das ist typisch für ihn. Ne? Und noch ein anderer, aber das kommt jetzt nicht, das ist auch ein Kirchen- und Religionskritiker, der sagte, nun ja, wenn das weitergeht, dann sind so viele Götter verschwunden, nicht? Dann wird der eine, der übrig bleibt, ja auch mal verschwunden können, verdampfen. Ne? Ja. Ja, aber im Ernst zurück. Du hattest vorhin etwas so nebenbei gesagt, was außerordentlich wichtig ist, die Rolle
der Religion auch als ökonomische Potenz zu erkennen. Ja. Dabei sind wir jetzt, das lässt sich am besten in dieser Zeit der Ursprünge sichtbar machen. Erstmal, die größeren gesellschaftlichen Verbünde, die bedingt durch die ökonomische Entwicklung der Gesellschaft notwendig wurden, um eine Weiterentwicklung bewerkstelligen zu können, bedurften also der Religion. Wenn die Herausbildung und Entwicklung größerer gesellschaftlicher Gemeinschaften damals notwendig, also ökonomisch bedingt war, ne, ökonomisch notwendig war, ist doch dann die Herausbildung und Entwicklung der Religion als geistiger Faktor, als Voraussetzung für den Zusammenhalt, ne, das Wirken als geistiges Band, integrierend, abschließend nach außen, ausgrenzend und so weiter, ist doch dann in dem gleichen Sinne ökonomisch bedingt. Ja, und notwendig. Und notwendig. Nicht bloß eine Sache, die sich irgendwie ganz gut fügt, sondern notwendig. Ja, oder erfunden ist von irgendwem. Und jetzt sind wir ja, frag doch mal die Theologen, wie die Religion in die Welt kam. Ja, das ist ja klar. Die sagen natürlich, die beten uns dann vor, die Christlichen, ja. Ne? Denn die ja. Religion ist ja nicht nur christlich, die beten uns dann vor, ne? Am Anfang ja. schuf Gott Himmel und Erde, ja. und die Erde war wüst und leer so. Und so weiter. Und dann kamen eben die Gebote in die Welt, das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Kein Wort von den Zusammenhängen, die wir eben diskutiert haben. Überhaupt nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich, weil sie ja stehen geblieben sind und weil sie heute auch leider stehen bleiben müssen. Denn ihnen ist es ja nicht möglich, den Schlüssel zum Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklung zu erlangen, ohne nicht ihren Glauben aufzugeben. Sie müssten sagen, und jetzt sehe ich ein, die Religion, auch die christliche, ist entstanden, materielle Ursachen haben sie befördert, haben sie weitergeführt und führen zu ihrer Existenz heute auch dazu. Aber ich begreife, dass die menschliche Gesellschaft vor allen Dingen an die Produktivkraftentwicklung gebunden ist und es natürlich die Produktionsverhältnisse entwickelt haben. Und heute nun die Produktionsverhältnisse, die Produktivkräfte eben nicht mehr entwickeln. Heute die Produktivkräfte in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu Destruktivkräften geworden sind, demzufolge auch die Religion destruktiv, nicht konstruktiv ist und demzufolge der Priester sagen müsste, gut, Gott gibt es nicht, Gott hat die Bankenkrise nicht gemacht, die ökologische Krise, die soziale Krise, die geistige Krise nicht gemacht, weder die ökonomische noch die geistige. Es sind Verhältnisse, die dazu führten. Ich muss also zugeben, lieber Gott, leider, tut mir leid, ich glaube dich leider nicht mehr, weil ich weiß, dass es dich nicht gibt. Das ist ja praktisch jetzt der Sinn der Erklärung, wie Religion sich herausgebildet hat. Ja, und ich bin ein kleines Stück noch weitergegangen. Ich wollte ja mit dem Nennen der 10 Gebote quasi in einer Kurzform nur sagen, dass sie der Klassengesellschaft angehört hat. Und da wir heute in einer Klassengesellschaft sind, sie auch noch der Ideologie in der Klassengesellschaft entspricht. Also das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir, sollst ja nicht zum anderen Kapitalisten gehen und bei dem dienen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen braucht. Du sollst den Feiertag heiligen, natürlich den, besonders den 24. Dezember. Das Christkindl. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Will ich überspringen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, ist hier ganz wichtig. Du sollst also das
privatkapitalistische Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen nicht überführen in gesellschaftliches Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln. Deshalb passt das. Ja, das heute die Interpretation, die aktuelle. Ne? Die aktuelle passt in den Kram. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Oh, das ist ja nun, wenn sie sich nur selber daran halten würden, ne? Du sollst nicht begehren, hier wird es nochmal komprimiert. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und ich ergänze, deines nächsten Fabrik, deines nächsten Rüstungswerft, deines nächsten Panzer und so weiter. Ne? Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist. Das klingt ja sehr antiquiert, aber aktuell. Aber hochaktuell. Ja, ja. Natürlich hochaktuell. Interpretieren. Ne? Eben. Du sollst nicht die Arbeitskräfte abwerben, du böser Kapitalist, du gottloser Kapitalist. Ja. Du sollst mir die Möglichkeit zur Ausbeutung lassen. Ja. Das sind Rechts- und Moralnormen, die vor 2000 Jahren auch dazu führten, dass die gesellschaftlichen Verbünde, ja, Völkerschaften, Siedlungsgemeinschaften, die von dieser Ideologie, von dieser Religion geleitet wurden, zusammenhielten und so weiter. Und jetzt könnte man sondieren, und man findet dafür triftige Beispiele, dass hier auch bestimmte Moralvorstellungen, Rechtsvorstellungen als ökonomische Potenz wirken. Du sagtest vorhin das Wort Gottes Gnadentum. Ja, ja. Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden. Vielleicht können wir noch ganz kurz dann was dazu sagen. Geht jeder so weiter. Ne? Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der den anderen, die mich hassen, die Sünde der Väter nachsucht, bis zu den Kindern im dritten und vierten Glied, aber denen, die mich lieben und meine Gebote achten, tue ich wohl bis ins tausendste Glied. Dass das logisch logisch stimmig ist, aber als Schreckgespenst, richtig, der die Menschen fürchten, lehrt, richtig, und auf die Knie zu gehen zwingt und auf den Knien lebend sehen will. Nicht? Der Spruch, dieser Gott. Der Spruch der Großmutter, fürchte nicht. Nichts als Gott auf der Welt. Ja. Na, das kommt uns noch sehr bekannt vor. Richtig. Und woran ich mich noch erinnere, also steht das nicht auch mit den Geboten hier? Du sollst ja kein Bild von deinem Gott machen. Ja, ich habe die Erläuterung ja nicht gesagt. Ist gut. Ja, aber das ist ja auch noch. Das schlägt doch sozusagen dem Fass den Boden ins Gesicht. Ja, ne? Ich habe die Gebäude nur genannt. Du sollst ja kein Bild machen. Ne? Also was das ist das Denkverbot. Eben. Etwas, was für die Religion überhaupt charakteristisch, konstitutiv, bildend ist, das ist das Denkverbot. Ja? Die Menschen sozusagen in einen Käfig, in einen Denkkäfig einzusperren. Ihr typisches Beispiel ist ja immer das zwischen dem guten Hirten und der Schafsherde. Ja. Naja. Das ist natürlich eine ganz interessante Angelegenheit. Lass uns vielleicht nochmal zusammenfassend sagen, dass die Religion einst entstanden ist, zu einer Zeit, es gab lange Zeit keine Religion, die Menschen lebten ohne Religion und sie ist ökonomisch in dem vorhin schon mehrfach erläuterten Sinne begründet. Wenn einstens die gesellschaftliche Entwicklung weiter fortgeschritten ist und wenn wir die Weltregionen betrachten, sind ja die westlichen Industrieländer am weitesten entwickelt. Ne? Und interessanterweise ist doch hier etwas zu verzeichnen, was in all den anderen Weltregionen, die noch nicht so weit vom Produktivkräftestand und so weiter gekommen sind, wie die hochentwickelten kapitalistischen Staaten, wir haben hier etwas zu verzeichnen, dass die Religion in einem Maße in eine Krise geraten ist, die den Gedanken nicht abwegig erscheinen lässt. Ich bin mal ganz vorsichtig,
dass sie erstmals in ihrer vieltausendjährigen Geschichte die hier herrschende Religion, also das Christentum, man könnte auch das Judentum mit ansprechen, in einer Weise existenzbedrohend, sie selbst existenzbedrohend, in eine Krise geraten ist, wie wir das bisher noch nicht verzeichnen konnten. Hier haben sich auch Entwicklungssprünge vollzogen, die man allerdings sieht. Die noch weiter gehen als die kopernikanische Wende, ja, die eben an die Substanz gehen. Ja, und richtig. Weil sie mit der Klassengesellschaft verbunden ist, mit dem Denkverbot, mit der Handelsreglementierung, weil sie also dadurch wirklich zu einer Fessel der Produktivkräfte geworden ist. Deshalb ist sie reaktionär geworden und in ihrer existenziellen Krise. Existenziellen Krise. Und kann niemals mehr herauskommen. Ja. In einer absoluten Weise kann sie nur ins Grab kommen, wo ihre natürliche Stätte ist. Aber es gibt Rückzugsgefechte und Frontbegradigungen. Frontbegradigung, sehr gut, ja. Frontbegradigung, sehr gut. In Anführungsstrichen natürlich. Natürlich, aber sehr gut. Ja. Die uns zu denken geben. Ich möchte mal sagen, du hast die kopernikanische Wende angesprochen. Das war eigentlich 1542, gab ja Kopernikus sein Werk zum Druck. Und 1543 starb er. Man sagt immer, man habe ihm das Werk auf dem Totenbetten überreicht. Und das war eigentlich... Ansätze gab es schon vorher, aber das war der Umbruch im Geistigen, das Weltbild, worauf das Christentum sich gründet, wurde zerschlagen. Ihr Dogma wurde durch die Realität zerschlagen. Und durch wen? Durch Nikolaus Kopernikus, der ja selber Domherr war. Der sollte ja mal im Warmland, also in Preußen, im Prutzenland, sollte er ja mal der oberste Geistliche, die übrigens, das waren Fürstbischöfe, haben wir auch hier in anderen Regionen, in Fürstbischöfe, da schmilzt in einer Person, schmolz damals dann, das Gottes Gnadentum zusammen, weltliche und geistliche Macht, in einer Person. Ne? Und Kopernikus, dort lag die Bildung, der ja nicht daran dachte, das Christentum zu beschädigen. Er forschte unbefangen, wissenschaftlich, und kam zu Erkenntnissen, übrigens genau wie Darwin dann, 300 Jahre später. Ne? Sollte ja auch mal Pfarrer werden, er war tiefgläubig erst. Ne? Und der forschte und forschte und kam zu Erkenntnissen, die er notierte. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Von Darwin wird berichtet, das kann man auch nachvollziehen, dass er sich fühlte wie ein Gottesmörder. Als er erkannte, welche Konsequenzen seine, die durch ihn begründete Evolutionstheorie hatte. Ne? Ja. Also, wir haben es hier die mit Konsequenz der dieser wissenschaftlichen Anschauung musste ihn dazu bringen. Ja. Und jetzt aber die geistige Krise, die heute für die katholischen Kleriker konstatieren das auch, die Klügere und die Theologen, die sagen, das ist eine Krise, Katastrophe. Sie bemühen sich ja nach Kräften irgendwie durch Anpassung und hier und da. Das sind die Rückzugsfälle. Aber jetzt kommt noch etwas völlig Neues dazu. Das finde ich auch noch nicht in der Literatur hinlänglich beachtet. Es gibt noch eine funktionale Krise. Ja? Die sozialen Funktionen der Religion werden nicht mehr so durchgesetzt, weil sie nicht durchgesetzt werden können, wie einst. Wir haben jetzt wenig Zeit, aber ich möchte bloß darauf verweisen, dass noch vor 100 Jahren, 1913, das Gottesgnadentum, wenn man jetzt an die Potentaten, Wilhelm von Gottesgnaden, richtig, der österreichische Kaiser, der Zar, unser Sachsenfürst, König von Sachsen, alle hatten. Oder auf dem Koppelschloss stand es ja dann und für Kaiser, Gott und Vaterland. Ja, aber bei allen Armeen, die einer Religion angehörten. Das ist ja das. Hier zeigt sich eben auch schon da ihre Krise. Ja. Weil es ja Ausdruck der Krise ist. So ist es. Der Franzmann und der gute Deutsche sich bekämpften und totschlugen unter dem Schlachtruf, du sollst nicht töten. 1745 im Dezember, die Schlacht bei Kesselsdorf.
Ja. Ne? Da der militärische Führer war der alte Dessauer. Den hatte der alte Fritz, also der Friedrich der Große, von seinem Vater geerbt. Ne? Das war das letzte Agieren von dem alten Dessauer. Und der soll bei Kesselsdorf gesagt haben, ne? Lieber Gott, ne? die Preußen bivakierten hier bei Kälte im Dezember und führten dann den Angriff, wo sie bald abgeschlagen waren, aber dann einen Durchbruch schufen. Und vorher, so sagt man, kann sein anekdotisch, aber man kann es ihm schon zutrauen, soll der alte Dessauer gebetet haben. Lieber Gott, Herrgott, wenn du uns schon nicht helfen willst, dann hilf auch diesen verfluchten Sachsen nicht. Ja. Gut. Das haben sie ja immer gemacht, die Reichen. Guck mal, als der König von Napoleons Gnaden, unser Sachsenfürst, noch in Leipzig war, da ist ihm ja noch die Chance gegeben, am dritten Tag der Schlacht um Leipzig, da durfte er noch sich bekennen und ist aber lieber in die Kirche gegangen und hat noch gebetet und hat einen Gottesdienst noch ausgerichtet, damit Napoleon da also gewinnt. Ich sagte vorhin, die Rückzugsgefechte sind nicht alle erfolglos. Ja? Die zeitigen noch Teilerfolge, ich möchte bloß darauf verweisen. Ja, ich will ein Beispiel sagen. Wenn du mich fragst, jetzt ja was funktionale Krise, dann sage ich, diese Bestrebungen, Schulen in freier Trägerschaft zu übernehmen, die eigentlich mit der Trennung von Kirche und Staat nicht vereinbar sind, wenn du streng nimmst. Denn Bildung ist Angelegenheit des Staates. Ja, hier. Aber so. Welcher Staat? Welchen Staat haben wir? Diese Bemühung, wenn du das mal verfolgst, um diese Schulen in die Hand zu bekommen, Krankenhäuser in die Hand zu bekommen und so weiter, alles Dinge, von denen behauptet wird, das könnten sie am besten. Das kann nicht sein. In der DDR hatten wir Krankenhäuser, die funktionierten auch so. Da haben übrigens auch viele Christen als Ärzte und so weiter gewirkt. Ne? Aber es waren staatliche Einrichtungen. Nicht so eine Geschichte wie heute. Und mit dieser Funktion versuchen sie, sich unentbehrlich zu machen, möchte ich mal sagen. Ja? Der Grund, weshalb ich die Bibel in die Hand genommen habe, war, um einen Moment dessen zu nennen, was du Frontbegradigung nanntest. Wir sind ja nun wieder in kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Demzufolge haben wir auch wieder die alte Form, mit der wir uns mit der Religion befassen müssen. In der Deutschen Demokratischen Republik habe ich mich mit der Religion befasst, speziell mit dem Christentum, mit der uns hier vertrauten und weit verbreiteten Religion, um die Bibel, das Christentum zu analysieren in Bezug auf Alkohol. In der DDR wurde auch Alkohol konsumiert in einer Weise, wie es mir nicht lieb war. Und eine meiner Bemühungen war, also gegen den Alkoholmissbrauch aufzutreten. Und dazu habe ich, das sind eben diese Vielzahl von Lesezeichen, die Bibel durchgearbeitet und alle Stellen mir markiert, die mit Alkohol in Zusammenhang stehen, und wollte also, um gegen Alkohol zu kämpfen als zerstörendes Element aus der Klassengesellschaft, auch die Bibel in einer positiven Weise verwenden. So, und nun haben wir die Bundesrepublik Deutschland, und da ist das Thema Alkohol nicht mehr mein entscheidendes Thema, sondern leider wieder wegen dieser das Wort Frontbegradigung ist sogar zu harmlos, zu gering gesagt, ne, wegen dieser Restauration der alten Verhältnisse, der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, der Restauration der Klassenverhältnisse, müssen wir uns leider wieder mit dem Christentum grundsätzlich befassen. Und wir haben ja nun in unserem Gespräch, haben wir gemerkt, sehr viel angerissen, eine breite Palette benannt. Ja. Die Zeit ist zu kurz. Die Zeit ist zu kurz, um das
um Gedankenbögen, so wie es erforderlich wäre, logisch, historisch zu vollenden. Zu vollenden, ja. Was wir versucht haben, ist, einen Weg zu zeigen, in dem, auf dem zu gehen es sich lohnt, dass wir also sowohl das Christentum in seiner positiven, entwickelnden Form gesehen haben, aber auch eben das Christentum sehen in seiner Form, wo es die Produktivkräfte nicht mehr entwickelt, wo es Teil der Destruktion ist, Teil der allgemeinen Krise des Kapitalismus. Und Teil eines Suggestionsapparates, der die Menschen in religiöser Unmündigkeit hält. Ja, wo also die Absicht heute vorhanden ist. Weshalb dieser Student das Zitat von Karl Marx in dieser falschen Weise verstand. Ja. Ich habe sofort gemerkt, warum er es falsch verstanden hat, weil er die Religion in dieser Weise leider sehen muss. Liebe Christen, wir können nichts mehr für euch tun. Unbeschadet dessen ist die Bibel aber, und das bleibt sie, literaturhistorisch, bibliophil, philologisch, in weiterer auch kulturell, ein Monument. Und sie bleibt ja Teil unserer Geschichte. Ja. Ich sag doch, ich wollte den Kelch verwenden, um gegen den Alkoholmissbrauch in der DDR zu kämpfen. Na, ein Thema, was also, wie du gesagt, hast sie im besten Sinne aufgehoben. Ich wollte es, das war meine Absicht. Dass die Sache ist unterbrochen worden und führe ich natürlich nicht weiter, weil es im Sinne der Frontbegradigung andere Probleme. Eben, da gibt es also, da dieser eine Vorposten kann da nicht gehalten werden, wenn die Front derart grundsätzlich begradigt wurde. Ja. In dem Sinne ein gesegnetes Weihnachtsfest.